Am 12. November ist wieder weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Diesmal im Blickpunkt Jemen. Durch das Chaos des Krieges können islamistische Gruppen wie Al-Qaida und der Islamische Staat nahezu ungehindert im Land agieren. Die meisten ausländischen Christen haben das Land verlassen. Für einheimische Christen muslimischer Herkunft ist die Situation lebensgefährlich. Ihnen droht bei Entdeckung durch Islamisten der Tod. Gleichzeitig berichten Christen aus dem Land, dass sich mehr Muslime als jemals zuvor Jesus zuwenden. Eritrea. Das autoritäre Regime des Präsidenten Isaias Afewerki betrachtet Christen, die sich nicht bedingungslos der Linie der Regierung unterwerfen, als Agenten des Westens. Pastoren und Gemeindemitglieder werden verhaftet, unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt und gefoltert. Doch inmitten der Finsternis der Gefängnisse erleben Christen in Eritrea Jesu Hilfe und wie sich das Evangelium trotz aller Widerstände ausbreitet.